herzlich willkommen beim Presseclub für alle an diesem 2. Mai. Mein Name ist Katja Trüppel, ich bin Wissenschaftsjournalistin und Mitglied der RIF Reporter. Das ist eine Genossenschaft von freien Autorinnen und Autoren, die ihre Texte und ihre Themen direkt an den Mann oder an die Frau bringen wollen. Und einer unserer wunderbaren Partner ist die Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Normalerweise finden unsere gemeinsamen Presseclubs für alle am ersten Sonntag jeden Monats im Salon der Amerika-Gedenkbibliothek statt. Seit geraumer Zeit nun eben nicht, sondern stattdessen als Videokonferenz. Aber das hat auch Vorteile, zum Beispiel den, dass ich heute aus Frankreich diese Veranstaltung moderieren kann, dass Boris Worm aus Kanada zugeschaltet ist und Lars nicht aus Hamburg, wo er normalerweise lebt, sondern bei seinen Eltern in Berlin. Woher Sie kommen, weiß ich nicht genau. Ich habe gerade ein bekanntes Gesicht aus den USA gesehen. Also wunderbar. Freue mich, dass Sie alle da sind. Für die Berlinerinnen und Berliner unter Ihnen nochmal eine kurze Info, weil die Bibliotheken derzeit ja nur für Ausleihe und Rückgabe geöffnet haben. Das findet statt jeden unter der Woche von 14 bis 20 Uhr und samstags von 12 bis 19 Uhr. Und wenn sich das permanent ändert, dann gucken Sie am besten unter www.zlb.de, wie die neuesten Latest News sind. Digitale Angebote der ZLB, also E-Books und Filme und Veranstaltungen wie diese sind natürlich rund um die Uhr erreichbar. So, worum geht es heute? Um dieses Ding. Ganz viel davon ist blau, ungefähr 70%. Nicht ganz so viel wie 70% sind geschützte Gebiete. Und warum diese geschützten Gebiete wahnsinnig wichtig sind, das werdet ihr heute erfahren. Ich habe zwei absolute Experten an meiner Seite, worüber ich mich wirklich sehr freue. Einmal Boris Worm. Er hat in Kiel Meeresbiologie studiert und sich dann nach Kanada verabschiedet, besser gesagt nach Neuschottland. Das ist also der östlichste Zipfel Kanadas, umgeben von Wasser, wo er als Professor und Forscher an der Dalhousie University arbeitet. Er ist einer der meistzitierten Experten zum Thema Fischbestände und hat viele sehr, sehr bedeutende Studien verfasst oder mitverfasst mit seinem Team oder mit Kolleginnen und Kollegen von der ganzen Welt. Darunter eine, die im März im Fachmagazin Nature erschienen ist und die belegen kann und auch berechnet mit Zahlen zeigen kann, dass Meeresschutzgebiete einen sogenannten Triple Win versprechen. Also sie wirken sich positiv auf die Meeresbiodiversität aus, auf die Artenvielfalt, auf die Fischbestände und auch auf unser Klima. Mein zweiter Gast ist Lars Abromeit. Wir haben viele Jahre zusammen beim Magazin Geo gearbeitet, wo er inzwischen den offiziellen Titel Redakteur für Expeditionen und Abenteuer trägt. Von denen hat er sehr viele unternommen, in tiefe Höhlen, auf hohe Berge, in die Arktis. Und ich glaube, die liebsten sind immer die, wo er ins Wasser springen kann, mit dem Schnorchel oder der Taucherflasche. Er war im Kelpwald vor Südafrika, in Raja Ampat in Indonesien und neulich, also genauer gesagt im Januar 2020, kurz bevor alles losging mit Corona, noch schnell in Kuba oder besser gesagt vor Kuba, wo er eine nahezu unberührbare Unterwasserlandschaft vorgefunden hat, über die er uns gleich berichtet und von der er uns ein bisschen was erzählt. Dieses Meeresschutzgebiet ist einer der sogenannten Hope Spots, also ein Ort der Hoffnung, eine private Initiative, die von der Meeresbiologin Sylvia Earle gegründet wurde und auch darüber wird uns Lars erzählen. Jetzt noch mal kurz dazu, während wir reden, ist nur der Chat an. Ich werde da hin und wieder mal drauf gucken, falls es irgendwelche gravierenden Probleme gibt. Ansonsten würde ich Sie bitten, Ihre Fragen im Kopf zu behalten. Wir machen zwei Fragerunden, einmal, wenn Boris mit seinem Vortrag fertig ist und einmal zum Schluss, wenn Lars mit seinem Vortrag fertig ist. Okay, dann lege ich jetzt mal los und biete Ihnen einen Blick auf die Welt, der eher ungewöhnlich ist. Es ist die Karte des Ozeans, die der Südafrikaner Athelstan F. Spillhouse mal entworfen hat. Und wahrscheinlich war das ungefähr in den 40er Jahren, wo man sieht, in der Mitte hier ist der Südpol und die Antarktis drumherum. Und hier oben ist der Nordpol.
Und der Ozean, die ganzen Meere, die wir haben, sehen aus wie ein riesengroßes Binnenmeer. Er drückt damit ins Zentrum der Aufmerksamkeit all das, was blau ist. Und das ist nicht nur eine faszinierende Perspektive, finde ich, sondern sie ist auch dringend notwendig, dass wir sie wieder gewinnen für uns. Denn die Bedeutung der Meere wird viel zu sehr unterschätzt. Die Meere oder der Ozean ist ein Ökosystemdienstleister, der uns mit allem Lebenswichtigen versorgt. 50-80% des Sauerstoffs, den wir atmen, kommt aus dem Wasser. Die Meere binden sehr viel CO2. Sie sind die wichtigste Nahrungsquelle. Und da meine ich jetzt nicht die Austern, sondern Fisch, den die meisten Küstenbewohner zu sich nehmen. Die Strömungen aus dem Meer beeinflussen unser Klima. Er baut Schadstoffe ab. Und es ist nicht zuletzt ein Ort, den wir alle wahnsinnig lieben, wo wir gerne hingehen, wo wir Sport treiben, wo wir uns den Kopf durchlüften lassen und den vor allem wir jetzt im letzten Jahr, glaube ich, wahnsinnig vermisst haben. Dieser Ozean macht viel für uns. Wir danken es ihm dadurch, dass wir ihn stark überfischt haben. Er ist eine ziemliche Müllhalde. Wir haben alle gehört von riesigen Inseln aus Plastik, die schwimmen und von Nanopartikeln, die mini klein durch die Wasserfläche sind und auch unten am Meeresboden längs liegen. Die Erderwärmung gerät auch ins Wasser. Darunter leiden vor allem die Korallenriffe wahnsinnig und das Artensterben, was an Land vor sich geht, ist leider auch im Wasser zu beobachten, insbesondere bei den großen Räubern. Es gibt aber ein Gegenrezept zu diesem Problem und das sind Meeresschutzgebiete. Meeresschutzgebiete sind keine wahnsinnig moderne Erfindung. Auch schon die Polynesier hatten vor vielen, vielen hundert Jahren sogenannte Tabuzonen, in denen zum Beispiel Fischen streng verboten war. Und das Ziel war damals, dass man die Bestände sichert, dass man auch auf lange Zeit genügend Fische hat, um sich davon zu ernähren. Und in der modernen Welt ging es so um den 1980er Jahren los, dass es sehr, sehr viele neue Meeresschutzgebiete gab. Und zwar sieht das heute ungefähr so aus. Die Kontinente in weiß und die Meeresschutzgebiete in blau. Die IUCN, die Weltnaturschutzorganisation, definiert sie als geschützte Areale vom Meer mit herausragenden Ökosystemen und oder Arten. Also so ein Meeresschutzgebiet kann ein ganzes Ökosystem schützen, wie zum Beispiel das Great Barrier Reef, aber auch einzelne Zielarten, wie zum Beispiel den Schweinsmal in der Ostsee. Und jetzt gehe ich mit Ihnen mal auf eine Reise hier auf die Seite des MPA-Atlas. Da kann man nämlich sehen, wo heutzutage die Meeresschutzgebiete so liegen. Und zwar etwas genauer, als wir es vorher hatten. Sie sehen, es gibt zwei Farben, einmal grün und einmal blau. Und dann gibt es auch noch ein bisschen türkis. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Der Unterschied dazu, ich weiß nicht, ob Sie rechts an der Karte sehen, 5,3% sind geschützt insgesamt und 2,5% davon sind streng geschützt. Also grün ist streng geschützt. Und dann gibt es noch Türkis. Und Türkis sind Gebiete, wo man ganz wenig oder gar nichts rausnehmen darf. Kein Sand, kein Fisch, nichts. Wenn man jetzt hier mal ein bisschen reinzoomt in heimische Gefilde, dann sieht man hier zum Beispiel rund um Spanien diese etwas türkis unterlegte Zone. Das ist die ausschließliche Wirtschaftszone von Spanien. Die besitzt jedes Küstenland 200 Meilen ins Meer hinein. Und dort haben die einzelnen Staaten die Zugriffsrechte. Da dürfen sie mehr oder weniger entscheiden, wie vorgesehen wird. Hier in Deutschland sehen wir rund um unsere Küsten, es sieht relativ gut aus. Blau sind, wie gesagt, die Schutzgebiete. Es sind 45-51% der deutschen Meeresflächen geschützt. Das hört sich schon mal gut an. Deutschland ist ja ziemlich weit vorne. Aber wenn wir uns daran erinnern, streng geschützt ist grün,
entdeckt man gar nichts und auch nichts Türkises. Es ist also einfach nur blau. Und ich schätze, sie wird genauso überraschen wie mich, was eigentlich in den deutschen Meeresschutzgebieten alles erlaubt ist. Zum Beispiel darf die Marine machen, was sie will. Manöver, sie darf dort Schießübungen durchführen, sie darf dort Sprengungen durchführen, ist alles in Ordnung. Die Berufsfischerei darf fast überall fischen, auch mit sogenannten Grundschleppnetzen, die am Meeresgrund entlang rumpeln und Bodenfische oder zum Beispiel Krabben aufnehmen und damit für große Verheerungen sorgen. Das ist ungefähr vergleichbar, wie wenn man Wälder auch an Land kahl schlägt. Und Boris wird uns gleich darüber erzählen, was noch passiert, wenn dort Grundschleppnetze gemacht werden. Es gibt ein Dutzend weiterer Nutzungen in den deutschen Meeresschutzgebieten, die nicht verboten sind, aber die zumindest eine Genehmigung brauchen, nämlich zum Beispiel der Pipelinebau oder Offshore-Windparks, der Sandabbau und so weiter. Richtig verboten sind im Prinzip nur zwei Nutzungen. Hat jemand einen Tipp, was das sein könnte? Also, es ist das private Angeln und das private Fischen. Also, eine etwas seltsame Politik, sage ich jetzt mal so ganz zurückhaltend. Und das ist sicher für viele eine Neuigkeit. Ich gehe mal weiter runter nach ganz Mittelmeer. Sehnsuchtsort, insbesondere in diesen Zeiten. Wenn man hier nach streng geschützten Zonen sucht, ist es ein bisschen wie Ostereiersuche mit einem überambitionierten Osterhasen. Denn es gibt auch hier nur sehr, sehr wenige. Ich kann Ihnen aber mal verraten, wo eine ist. Zum Beispiel hier vor Marseille sieht man eine. Hier vor, das ist eine Insel, die nennt sich Port-Cros. An der Küste zu Spanien haben wir zumindest eine No-Take-Area, also wo nicht gefischt werden darf. Und ansonsten sieht es auch am Mittelmeer nicht arg viel besser aus als bei uns in Deutschland. Habe ich jetzt alles gesagt? Ach genau, es gibt ein Land am Mittelmeer, was extrem ambitioniert ist. Und das kommen wir hier oben. Das ist das kleinste Land, nämlich Monaco. Monaco hat den Prinz Albert als Chef und der ist ein ganz großer Fan, ein ganz großer Unterstützer von Meeresschutz, hat also sein gesamtes Gebiet unter Schutz gestellt und wer mal in der Gegend ist und in das Meeresmuseum dort geht, kann ich sehr empfehlen. Das ist also wirklich ein ganz großartiges Museum. So, dann komme ich jetzt wieder zurück in meine andere Präsentation. Die Frage ist also, welchen Sinn und welchen Zweck haben Meeresschutzgebiete? Und da wird unterschieden der Status, also der legale Status zwischen ein Meeresschutzgebiet ist vorgeschlagen oder zugesagt, also sprich eine Partei oder ein Verband oder eine Gemeinde äußert den Wunsch, eines zu gründen. Der zweite Schritt ist dann, es wird rechtlich verbindlich beschlossen und als solches ausgewiesen. Der dritte Punkt ist dann, es existiert tatsächlich. Es gibt Menschen, die werden angestellt, um dieses Meeresschutzgebiet zu schützen, zu erforschen. Die sind auf dem Wasser unterwegs, kontrollieren Leute, die dort auch unterwegs sind. Und das vierte Stadium ist ein aktives Management, wo auch regelmäßig wissenschaftlich evaluiert wird, werden die Ziele von unserem Meeresschutzgebiet eingehalten oder nicht. Und wenn sie nicht eingehalten werden, dann wird nachjustiert. Und dann gibt es unterschiedliche Schutzgrade. Das, was wir gerade in Blau, Türkis und Grün hatten. Einmal minimal geschützt oder sehr schwach geschützt, also wo man nur Genehmigungen braucht, zum Beispiel, um reinzukommen, so wie es bei uns in Deutschland der Fall ist. Dass die Ressourcen nur sehr überschaubar geschützt werden. Dann gibt es die Variante, dass es sehr stark geschützt ist, dass also nur wenige Ressourcen erlaubt werden, aus dem Meer rausgenommen zu werden. Damit ist der Schutz der Biodiversität am meisten gewährleistet. Und streng geschützte Gebiete, da darf überhaupt keine schädliche Nutzung stattfinden und andere Einflüsse sind auch verboten. Es darf aber zum Beispiel jederzeit weiter geschnorchelt werden, solange die Boote aufpassen, dass sie den Meeresgrund nicht
verschärfen und so weiter. Und wenn man das jetzt zusammenpackt in eine Übersicht, dann sieht das so aus. Hier auf der linken Seite sind die verschiedenen Schutzkategorien und oben die verschiedenen rechtlichen Kategorien. Und man sieht unten links, wenn es nur vorgeschlagen und kaum Schutz ist, dann ist der Effekt auf die Biodiversität, das sieht man hier auch mit dem Fischchen, ist sehr gering. Und je weiter wir hochkommen nach oben rechts, nämlich strenger Schutz und ein aktives Management, umso effektiver ist natürlich auch, umso effektiver hat es, zeigt es sich für die Biodiversität, für die Biomasse, für die Fische, für alles, was damit zusammenhängt. Sämtliche Organismen, die in einer Nahrungskette, einer natürlichen Nahrungskette miteinander verbunden sind und die Grundlage für ein gesundes Ökosystem sorgen. Und wenn man sich jetzt das alles nochmal genauer anguckt, dann sieht man, dass eigentlich der strenge Schutz auch nichts bringt, wenn es nur in einem nicht rechtlich verbindlichen Meeresschutzgebiet stattfindet. Und auch nicht, wenn der Schutz zwar streng ist, aber der Schutz zwar hoch ist, aber es kein aktives Management gibt. Wo es aber wirklich mit viel Engagement betrieben wird, da ist es ist der Effekt extrem toll und die Bestände, wenn sie vorher geschädigt waren, können sich auch total gut erholen. Das ist bewiesen und darüber wird uns Boris auch gleich nochmal was erzählen. Nun findet ja dieses Jahr im Oktober in Kunming in China die COP statt. Die COP, das steht für Conference of the Parties. Das sind diejenigen Staaten, die Konvention zum Schutz der globalen Biodiversität unterzeichnet haben. Das sind ungefähr 200. Und alle erinnern sich wahrscheinlich noch an den legendären Gipfel in Rio. Und der nächste ist eben nun im Oktober 2021. Und für diesen gibt es das offizielle Ziel, dass die Vertragsmitgliedstaaten bis 2030 30% der Meeres- und der Landesschutzgebiete schützen möchten. Entscheidend ist das haben wir jetzt, glaube ich, verstanden, Schutz ist nicht gleich Schutz. Wie streng lohnt es sich, also wie streng soll er sein, dass es sich lohnen muss? Und dafür ist noch einiges zu tun. Die Schutzgebiete, von denen wir vorher sprachen, waren wie gesagt 7%, aber nur 2,5% streng geschützt. Hier kommen jetzt noch die sogenannten EBSAs dazu. Die sind ökologisch und biologisch bedeutsame Gebiete auf der Hohen See. Also die Hohe See ist alles das, was nicht in den ausschließlichen Zonen der Nationalstaaten ist. Die Hohe See gehört sozusagen allen, mir, Ihnen. Das ist ein Gut, auf das jeder zugreifen kann und auf das auch zugegriffen wird. Und deshalb ist die Überlegung, es auch weiter zu schützen mit Zonen. Dafür haben sich vor ein paar Jahren viele Expertinnen und Experten aus den Ländern zusammengetan und identifiziert, wo die Biodiversität am besondersten ist und wo sie geschützt werden kann. Diese Zonen sind aber jetzt bislang erst identifiziert, aber noch nicht in irgendeiner Form institutionalisiert. Aber das wäre durchaus möglich. Und wenn man die 30% erreichen will, dann müsste man es auch eigentlich dringend machen. Also 7,5, diese sogenannten EBSAs, da wäre man bei 20%. Dann gibt es noch die Überlegungen, die Antarktis unter Schutz zu stellen, zumindest teilweise. Da war letzte Woche eine große Zusammenkunft der Europäischen Union, USA, Australien und so weiter. Es gibt also rein numerisch, kommen wir an die 30% dran, wenn der Wille da ist und wenn sich die UN dazu entschließen kann, dort, also beziehungsweise wenn sich sämtliche Mitgliedsländer der CBD überzeugen können, dass sie auch wirklich starken Schutz durchsetzen können. Dass dann diese 30% tatsächlich zu einem besseren Meereszustand führen, das ist nicht nur Hoffnung oder Wishful Thinking, sondern das haben die 26 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in diesem Nature Paper nachgewiesen, an dem Boris auch mitgearbeitet hat. Und deshalb jetzt, Boris, du bist dran. Ja, danke Katja. Ich hoffe, ihr könnt das alle so sehen. Also ich möchte nur kurz vorstellen, wie der Meeresschutz sich auswirken kann, nicht nur für die Artenvielfalt im Meer, sondern auch für Fischerei und Klima und dass diese Ziele zusammen erreicht werden können und eigentlich nicht gegeneinander stehen.
Und ich möchte auch beginnen mit einer kleinen Reise, und zwar ins Lae Marine Reserve in Neuseeland. Das war eins der ersten modernen Naturschutzgebiete, 1975 ausgewiesen. Da war ich gerade mal 6. Und als ich 30 war, bin ich zum ersten Mal da schnorcheln gewesen. Und das ist wirklich wie in eine andere Welt zu kommen. Also wenn man anderswo unterwegs war und das dann sieht und diese großen Fischschwärme und Algenwälder, die sonst wo nicht mehr vorkommen und andere Merkmale von gesunden Ökosystemen, dann kann man sich eigentlich nur freuen. Und darüber freuen sich etwa 200.000 Leute im Jahr, die dieses Gebiet besuchen. Ähnlich auch wie in der Galapagos Marine Reserve in Ecuador, die ist 20 Jahre später eingerichtet worden, hat inzwischen nicht nur zu einer Vergrößerung der Artenvielfalt beigetragen, sondern auch zu einer Verbesserung der Fischerei, besonders der Thunfischfischerei in dieser Gegend, weil nämlich in diesem Gebiet nicht gefischt werden darf. Aber die Thunfische, die kümmern sich natürlich nicht um die Grenzen und schwimmen auch raus und haben damit eben die Thunfischerei in diesem Gebiet wieder angekurbelt. Und nochmal 20 Jahre später, 2017, das größte Meeresschutzgebiet der Welt, tatsächlich das größte Schutzgebiet sowohl an Land wie im Meer. Auf dieser Welt ist das Ross Sea Marine Protected Area in der Antarktis auch ein ganz, ganz wunderbares Gebiet, 1,5 Millionen Quadratkilometer, also vielfach so groß wie Deutschland. Und um eben Pinguine, Wale und andere Meeressäuger zu schützen. Und auch dieses Gebiet hat vielerlei Vorzüge, nicht nur die Artenvielfalt zu schützen, sondern zum Beispiel auch als Kohlenstoffsenke zu dienen. Dazu gleich noch mehr. Ja, und einfach um nur mal ein bisschen hoffnungsvolles Bild zu geben, hier ist seit 1961, wir sind jetzt hier in den 70er Jahren, die Zunahme der Meeresschutzgebiete weltweit, einfach um das mal zu visualisieren. Das war zuerst vor allen Dingen in arktischen Gebieten und in der nördlichen Hemisphäre, aber wir sind jetzt hier in den 90er Jahren, da nimmt das dann rasant zu. Und besonders seit 2000 sehen wir eben auch in der südlichen Hemisphäre große Meeresschutzgebiete entstehen, vor allen Dingen auch seit 2010. Und hier sind wir eben heute mit 5% geschützt, 7% sind schon geplant, das in den nächsten Jahren auszuweisen. Und wie Katja sagte, das soll noch mal vielfach vergrößert werden auf 30% bis zum Jahre 2030, wenn das denn nun durchkommt in diesem Jahr. Ja, also das ist, finde ich, erstmal ein großer Anlass zur Hoffnung, dass wir das machen als Weltgemeinschaft, dass wir diese Gebiete unter Schutz stellen und nicht alle sind gut geschützt, das wurde auch schon gesagt, aber die gut geschützt sind, da sehen wir eben auch erhebliche positive Auswirkungen auf Artenvielfalt, das wurde schon angesprochen, aber eben auch auf Fischerei in angrenzenden Gebieten und auch auf unsere Klimaziele. Und das Letzte, das ist vielleicht weniger bekannt und da haben wir eben in diesem Jahr auch neue Forschung zu gemacht, über die ich kurz reden möchte, nämlich die marinen Kohlenstoffsenken. Also wie Wälder an Land auch, nimmt das Meer sehr viel Kohlenstoff auf. Etwa ein Viertel bis ein Drittel der menschlichen Emissionen landen im Meer. Das ist gut für unser Klima, weil sonst würde sich das noch schneller erwärmen. Nicht so toll fürs Meer, weil wenn das im Wasser gelöst wird, versauert es das Meer und das ist für Meeresorganismen nicht gut. Aber vieles wird eben auch von Meeresorganismen, zum Beispiel diesen Mangroven hier aufgenommen und eben dauerhaft im Sediment versenkt. Und das ist eben sehr positiv und dem kann man auch durch Meeresschutzgebiete nachhelfen. Es gibt aber auch den umgekehrten Vorgang, wo im Sediment festgelegtes Kohlenstoffdioxid wieder freigesetzt wird. Zum Beispiel durch Fischereimethoden, die den Meeresgrund eben aufwühlen. Da wurde die Grundschleppnetzfischerei schon genannt. Hier sind Bilder, Satellitenbilder aus 9 verschiedenen Nationen um die ganze Welt, von der USA über China bis nach Ecuador. Und was wir hier sehen, sind die Sedimentfahnen, die von Fischereifahrzeugen, die diese Grundschleppnetze benutzen, eben aufgewirbelt werden. Und was da passiert, ist, dass der Kohlenstoff, der im Sediment festliegt, eben wieder remineralisiert wird, ins Wasser übergeht
Und ein Teil davon, obwohl wir nicht wissen, wie groß dieser Teil ist, kann auch wieder in die Atmosphäre gelangen. Also das ist sozusagen der umgekehrte Prozess und etwas, das wir nicht wollen. Nicht alle Sedimente sind reich in Kohlenstoff. Und was wir in diesem Jahr eben gemacht haben, ist, dass wir die Kohlenstoffsenken weltweit kartiert haben und gezeigt haben, dass wenn man nur 3,5% des Meeresbodens gut schützen würde, dann könnte man viele dieser wichtigen Kohlenstoffsenken tatsächlich bewahren vor der Remineralisierung, die ich gerade angesprochen habe. Was das Gute ist, ist, dass diese 3,6% auch oft eine beachtliche Artenvielfalt haben, weil es sehr produktive Gebiete sind, deswegen ist da so viel Kohlenstoff. Und auch die Fischerei in angrenzenden Gebieten ernähren können. Besonders wenn diese Gebiete vorher überfischt worden sind, gibt es da eben durch Meeresschutzgebiet viele Möglichkeiten, Bestände wieder aufzubauen und dadurch eben auch eine nachhaltige Fischerei wieder einzuführen. Nicht in dem Gebiet, sondern um das Gebiet, weil die Fische eben das Gebiet auch verlassen. Als Larven oder auch als Adulte. Ja, und wenn man diese drei Karten übereinander legt, Artenvielfalt, Fischerei und Klima, dann findet man halt, dass zum Beispiel auch in Europa, sieht man hier in Rot, es etliche Gebiete gibt, große Gebiete in der Nordsee zum Beispiel oder auch in der Adria, die alle drei Ziele gleichzeitig miteinander vereinen. Das heißt, wenn man diese Gebiete nun stark schützen würde, würde sich dort eben global wertvolle Artenvielfalt wieder ansiedeln. Die Fischerei in angrenzenden Gebieten könnte sich stark erholen und der Klimaschutz wäre gewährleistet. Alles zur selben Zeit. Das geht an Land auch. Wenn wir die richtigen Wälder schützen, können wir sowohl Kohlenstoff senken wie wichtige Biodiversität zusammenschützen. Und das geht im Meer eben auch. Und das wissen wir erst seit 2 Monaten, da, wo diese Gebiete sind und wo man die priorisieren kann, zum Beispiel auch in Europa. Also hier ist die Artenvielfalt, also die wichtigen Gebiete für die Artenvielfalt. Man sieht hier zum Beispiel rund um Italien, aber auch in der südlichen Nordsee, bei Irland und hier in der Biskaya, hohe Artenvielfalt. Fischerei, besonders natürlich in der Nordsee, das wundert uns jetzt nicht. Da ist ja sehr viel Fischproduktion möglich. Durch Überfischung ist das sehr viel weniger geworden. Das könnte durch Meeresschutzgebiete auch wieder zum Teil mit aufgebaut werden. Braucht natürlich auch Management der anderen, nicht geschützten Gebiete. Aber Meeresschutzgebiete können da durchaus mithelfen. Und beim Klima genauso. Hier steht die Nordsee und auch das Skagerrak, das Kattegat, auch die Ostsee und wieder die Adria ganz weit vorne. Nicht nur in Europa, sondern auch global gesehen. Ja, wie Katja schon sagte, wenn wir Schutzzonen ausweisen, müssen wir sie natürlich auch schützen. Wir können nicht nur Schutzzonen nennen, die müssen es auch wirklich sein. Und das findet, wie sie schon sagte, in Europa leider bisher noch nicht so statt. Die Gebiete, die als Schutzzonen ausgewiesen sind, sind oft sehr gut platziert. Das sind auch nach unserer Analyse, haben die oft diese zweifachen oder sogar dreifachen Vorzüge, Klima, Biodiversität und Fischerei. Aber sie werden halt nicht effektiv geschützt. Es geht sogar so weit, wenn man sich 700 Meeresschutzgebiete hier um Europa anguckt, dass der Fischereiaufwand durch Grundschleppnetze speziell in den Meeresschutzgebieten im Schnitt höher ist als außerhalb. Also der findet sozusagen noch mehr Fischerei statt als anderswo. Und das Problem daran ist eben nicht nur, dass Kohlenstoff aufgewirbelt wird und die Fischerei in diesen Gebieten eben sich nicht wieder aufbauen kann, weil eben weiter gefischt wird, sondern auch, dass die Artenvielfalt in den Gebieten eben abnimmt. Hier zum Beispiel für Haie, Rochen und Verwandte. Und ja, das ist im Prinzip ein Naturschutzparadox. Das wäre so, als würde man in Nationalparken besonders stark abholzen, anstatt diese Gebiete eben zu schützen. Das geht nicht und das muss sich ändern. Ja, aber es gibt eben auch Gegenbeispiele, auch in Europa und eben international. Ich war gerade vorletztes Jahr tauchen in Raja Ampat, da hören wir vielleicht noch mehr drüber, in Indonesien. Da gibt es seit 15 Jahren Schutzzonen und das sieht jetzt heute so aus. Ja. Und auch Gebiete, die wirklich zerbombt worden sind tatsächlich mit Explosivfischerei, die haben sich inzwischen erholt. Meeresschildkröten, Haie, Großfische,
florierender Tourismus. Das ist also eine wirklich tolle Erfolgsstory. Trotz Klimawandel, trotz Plastik kann sich da eben eine wirkliche Erholung durchsetzen. Und das stimmt mich persönlich sehr hoffnungsfroh. Das inspiriert nicht nur mich, sondern auch die Leute, die dort wohnen, besonders junge Menschen, die sich, die eben in diesem Gebiet auch eine Zukunft suchen. Und auch hier in Deutschland, denke ich, haben wir alle schon erlebt, dass besonders junge Menschen und Kinder, die dem Meer nahe kommen, zum Beispiel auch in Aquarien oder auch eben wirklich im Meer, dass da ein ganz starkes, eine ganz starke Verbindung ist. Und ich finde, dass diese Verbindung, die müssen wir stärken, einfach um den Meeresschutz auch plausibler zu machen. Dazu müssen wir zusammenarbeiten. Das sieht heute so aus, auch zum Beispiel jetzt im Moment hier. Und ich freue mich, dass Sie alle da sind, dass wir zusammen darüber reden können, weil ich denke, das ist ganz wichtig, dass dieser Dialog stattfindet. Wir versuchen das hier in Kanada, aber eben auch international zugänglich auf unserer Ocean School zu machen, oceanschool.ca/home. Bitte mal angucken. Das ist leider nicht auf Deutsch, wird aber bald auf Deutsch auch verfügbar sein. Aber viel Unterricht wird ja heute auch auf Englisch gemacht. Das ist für Schüler, für Lehrer, aber auch für Erwachsene. Da werden viele dieser Themen eben aufgearbeitet in sehr zugänglicher Form. Möchte ich gerne empfehlen. Ja, ich komme zum Ende. Das Fazit ist, dass das Meer natürlich unter großem Druck steht. Das wissen wir inzwischen. Aber wir haben eben gezeigt und durch Meeresschutzgebiete immer wieder bewiesen, dass es sich immer noch erholen kann. Meeresschutzgebiete sind nicht nur für die Natur da, sondern auch für den Menschen, für die nachhaltige Nutzung, für die Klimaziele. Artenschutz, Klimaschutz und Fischerei können durch kluge Planung zusammenkommen. Wir haben so einen weltweiten Plan erarbeitet dieses Jahr. Und wir hoffen, dass der nun auch zumindest zum Teil umgesetzt wird oder zumindest Leute inspiriert, diese Forschung weiterzutreiben. Um das zu machen, brauchen wir mehr Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und respektvollen Umgang und auch Kreativität, wie wir diese Dinge nun wirklich umsetzen können, zum Beispiel auch bei uns in der Nord- und der Ostsee. So, ich möchte mich sehr bedanken für alle, die da sind und ich möchte uns alle dazu anregen, die Zukunft gemeinsam besser zu gestalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Boris, für diesen sehr inspirierenden und optimistischen Einblick in deine Forschung. Ich würde gleich eine Frage einbringen, bevor wir dann das Publikum fragen. Warum ist die Artenvielfalt in Küstennähe so viel größer als auf der Hohen See? Ja, das liegt vor allen Dingen daran, also das Meer hat ein Problem. Das Meer hat nicht so viel Nährstoffe wie an Land. Bei uns an Land gibt es ja die Erde, die sehr nährstoffreich sind. Die Sedimente sind oft auch nährstoffreich, aber die sind eben am Grund des Meeres. Und da kommen die Nährstoffe oft nicht in die Wassersäule, wo das Licht ist und wo die Produktion stattfinden kann, außer eben in Küstennähe, wo es flach ist, wo die Sedimente eben wie an Land auch eben in Nähe der Produktion sind und auch wo durch Flüsse eben Eintrag von Nährstoffen stattfindet. Auch die Habitatvielfalt ist größer in Küstennähe. Deswegen sind Küstengebiete oft eben sehr wichtig. Ich glaube, das ist uns allen sehr intuitiv, wenn wir eben Urlaub machen an der Nord- oder Ostsee oder auch in der Adria und schnorcheln gehen und wir die Algenwälder sehen oder sogar Korallen, das ist klar, dass da mehr Arten sind als in der freien Wassersäule auf der Hochsee. Silvia Earle, die Lars getroffen hat. Ja, danke Katja, danke auch Boris für den interessanten Einblick so über die weltweite Situation. Ja, ich bin, Katja hat es ja vorhin schon kurz erwähnt, ich bin Reporter bei GEO, zuständig für Abenteuer und Expeditionen und oft mit den Meeren befasst. Und unter anderem habe ich schon seit über 10 Jahren, wollte ich ein Porträt schreiben über eine Frau, die ich vor 10 Jahren kennengelernt habe. Das ist die Meeresforscherin Silvia Earle. Und sie ist in der Ozeanforschung tatsächlich so eine Art Legende. Sie ist inzwischen 86 Jahre alt und seit über 50 Jahren im Meeresschutz engagiert. Sie hat damals 2009 eine Initiative gegründet, die nennt sich Mission Blue. Und ein Kern dieser Initiative war es, Schutzgebiete zu etablieren, und zwar so, dass sie ein Netz bilden, was eben um den Globus besonders bedeutsame, biologisch bedeutsame Orte aufspürt, die
die unterstützt gestellt werden können und dann irgendwann eben sich so auch vernetzen können, dass wesentliche Züge unserer der Meeresumwelt erhalten werden können. Sie hat es gar nicht so sehr jetzt in Prozentzahlen damals gesagt, sondern sie hat gesagt, wir müssen einfach alles tun, um unser blaues Herz, so nennt sie das Leben im Ozean, zu bewahren. Das fand ich sehr, sehr interessant. Also wenn man mit Sylvia Earle spricht, dann merkt man halt so, das ist so eine Frau, die halt so diese ganz tiefe und auch ansteckende Verbundenheit mit dem Meer hat. Das habe ich ehrlich gesagt so bei Recherchen noch nie so erlebt. Also man hatte wirklich so den Eindruck, das ist so wie so ein Meereswesen, was an Land gekommen ist, um uns zu erklären, ey Leute, ihr müsst wirklich mehr auf den Ozean achten. Wir sind selber direkt mit dem Leben im Meer verknüpft und unsere eigene Existenz als Spezies ist davon abhängig. Und das verkörpert sie und mit dieser Initiative hat sie tatsächlich sehr viel bewirken können schon. Es sind jetzt über 130 Punkte weltweit etabliert, die zu Meeresschutzgebieten erklärt wurden, wobei man eben immer sagen muss, das macht jetzt nicht quasi dann Sylvia Earle alleine, sagt jetzt nicht, das ist jetzt ein Meeresschutzgebiet, sondern sie arbeitet dann mit lokalen Initiativen zusammen, die einen Schutzplan entwickelt, einen Managementplan und natürlich mussten dann die Regierungen die Gebiete auch unter Schutz stellen, also das erfolgt dann von der Regierungsseite, aber durch diese wahnsinnige Enthusiasmus, durch dieses Engagement auch von lokalen Gruppen entwickelt das halt auch so einen weltweiten Impuls und das fand ich bemerkenswert, also das muss man wirklich sagen, dass sie damit auch eben Gebiete auf die Karte gesetzt hat, die vielleicht jetzt gar nicht unbedingt nur die allerartenreichsten und schönsten sozusagen im Meer sind, sondern eben auch Gebiete, die wichtig sind biologisch und die eine Perspektive haben, dann auch wiederum zu so Oasen werden zu können, von denen aus dann andere Meeresteile sich wieder erholen können. Ein Gebiet, was da sehr früh zu diesen Hope-Spots dazugehörte, sind die Jardines de la Reina. Das ist ein Korallenriffgebiet südlich vor Kuba, ein Archipel ungefähr 85 Kilometer vor der Küste. Und dort waren wir, Katja hat es vorhin ja schon erwähnt, im Januar 2020 mit kubanischen Wissenschaftlern unterwegs, um das zu dokumentieren, wie es dort eigentlich aussieht. Und die Besonderheit dieses Archipels ist eben, dass die Karibik insgesamt von einer sehr starken Zerstörung der Riffe betroffen ist. In Kuba allerdings gibt es ja schon sehr lange eine besondere politische und auch wirtschaftliche Situation, was dazu geführt hat, dass dieser Archipel, der halt relativ weit vor der Küste liegt, nie von größeren Industriefangflotten dezimiert wurde oder betroffen war. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Es gab einfach wenig menschlichen Einfluss. Auf diesen Inseln leben auch keine Menschen. Es gibt keine Siedlungen, kein Frischwasser. Und durch die politische Situation in Kuba, also unter anderem hat sich wohl Fidel Castro persönlich dafür eingesetzt, dass der Schutz dann nochmal ausgeweitet wird, ist das inzwischen eines der größten Meeresschutzgebiete tatsächlich auch in der Karibik. Und es gibt einfach wenig menschlichen Einfluss. Und wir haben das näher untersucht, wie es dort aussieht. Und für mich war das echt bemerkenswert, weil ich schon in einigen Gebieten in der Karibik unterwegs war in Riffen, aber ich habe noch nirgendwo eine solche Biomasse vor allem an Fisch gesehen, auch Artenreichtum in den Korallen, aber vor allem eben die Fischschwärme und gerade so an großen Fischen, das war wirklich wahnsinnig eindrucksvoll. Und also Stachelmakrelen, Tarpune, Barsche, Snapper, all diese Arten, die in vielen, vielen anderen Gebieten schon weitgehend überfischt oder dezimiert worden sind, sind da stark vertreten. Es gibt dort auch diese Kohlenstoffsenken, von denen Boris gesprochen hat, der Archipel ist mit Mangrovenwäldern zum großen Teil bedeckt und das sind eben auch wichtige Kinderstuben für Jungfische, die dann im Korallenriff weiter wachsen. Es gibt dort einige Korallenarten, die eigentlich sehr wichtige Korallenbildner, also Riffbildner sind, wie diese Elchgeweihkorallen hier, aber eben in weiten Teilen der Karibik auch dezimiert worden, weil sie oder zurückgegangen sind, weil sie relativ empfindlich gegenüber Übersäuerungsprozesse oder auch steigende Wassertemperaturen sind. Und auch die sind hier in einer Vielfalt und einer Masse zu finden, die ich so vorher in der Karibik noch nirgendwo gesehen hatte. Man merkt halt tatsächlich, dass das ein Riffgebiet ist,
was vom, ja, vom Einfluss des Menschen weitgehend ja, unberührt ist, wenn man so will. Es gibt dort einige Tauchtouristen, aber es ist sehr, sehr stark reduziert, sehr stark gemanagt. Der Zugang dort, das ist natürlich in Kuba auch eben durch die politische Lage etwas einfacher zu regulieren und natürlich durch die Distanz einfach von der Küste. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also das sagt mir auch die Forscher, mit denen ich unterwegs war, war so, das ist so ein bisschen wie so eine Zeitkapsel. Ja, man taucht quasi in die Karibik, wie es in der Karibik vor 100 Jahren aussah. Und da wird einem erstmal klar, so wie die Meere eigentlich, in was für einem Zustand sie eigentlich sind, weil wir das ja heute, wir denken immer so, ja, das müsste so normal sein, so wie wir das jetzt an einem beliebigen Riff sehen. Aber tatsächlich gibt es da eben nochmal so eine andere Ebene aus der Vergangenheit, die uns an vielen Orten einfach gar nicht mehr bewusst werden kann. Das ist ja dieses Problem auch, was mit Shifting Baseline beschrieben wird. Vielleicht können wir da nachher noch mal mehr drauf eingehen. Ja, wir haben gerade gesehen, Salzwasserkrokodile sind dort vertreten, oder das sind so Brackwasserkrokodile sind dort vertreten. Und eins zum Beispiel kam auch immer an unsere Forschungsstation abends, hat sich noch ein paar Küchenabfälle geholt. Und man muss sagen, das ist natürlich auch für die Wissenschaft einfach eine sehr wichtige Modellregion, um zu sehen, okay, wie laufen denn so Prozesse an gesunden Korallenriffen überhaupt ab? Die können wir halt natürlich in Riffen, die schon sehr stark von Zerstörung betroffen sind, zum Teil dann gar nicht mehr in dieser Komplexität überblicken. Du hast ja gerade über dieses Thema der sogenannten Shifting Baselines gesprochen, Lars. Vielen Dank erstmal fürs Mittauchen. Diese Shifting Baselines, also so wie es dort aussah, vor Kuba könnte es in vielen tropischen Meeren noch aussehen. Boris, da kannst du ja gleich nochmal was dazu sagen, wie schnell sich das dann auch wieder regenerieren kann. Wir hatten ja auch in der Nordsee Haie, wir hatten da viele große Fische, wir hatten alles Mögliche dort, gibt es heute nicht mehr und wir vermissen sie nicht, weil wir uns gar nicht mehr daran erinnern können. Also schon vor vielen Generationen oder vor vielen, sag ich mal, Dekaden sind diese Fische gar nicht mehr, sind die ausgestorben bei uns. Wie wichtig ist es denn auch im Kopf zu behalten, dass unser Anspruch oder das, was wir für normal halten, eigentlich nicht normal ist? Frage an Lars oder an Boris. Ja, ich kann ja mal, also aus Reporterperspektive kann ich sagen, dass das für mich tatsächlich echt nochmal augenöffnend war, weil ich begleite Wissenschaftler und ich berichte über das, was wir sehen und was wir erleben. Aber wie gesagt, uns bleibt einfach, ich hatte den Eindruck, und das haben diese Wissenschaftler auch bestätigt, dass uns eben viele ökologische Zusammenhänge verborgen bleiben, wenn wir halt nicht Zustände kennen, die halt diese Komplexität, die eigentlich in solchen Lebensräumen bestehen kann, auch tatsächlich beobachten können. Deswegen sind zumindest als Modelle natürlich solche Riffe wahnsinnig wichtig und es sind natürlich auch ein gewisser Hoffnungsschimmer, weil sie zeigen, wo es denn auch wieder hingehen kann. Und gerade bei Raja Ampat, wenn Boris jetzt erzählt, ich war da ja 2008 und da hat man schon auch deutliche Probleme in Indonesien ist das, Probleme gesehen. Und wenn er sagt, jetzt 10 Jahre oder 11 Jahre später, das ist wieder deutlich besser, finde ich, dann zeigt es, dass wir zu diesen Zuständen eben auch wieder zurückkommen können. Ja, also ich aus wissenschaftlicher Sicht würde ich das auch so bestätigen. Das sind ganz wichtige Kontrollregionen, wo man überhaupt sehen kann, was natürlich ist und wie unnatürlich. Andere Gebiete sind das an Land ja auch so. Wenn man nie natürlichen Wald gesehen hat, einen Urwald, hat man ja keine Ahnung, kein Konzept davon. Selbst Bilder können das nicht gut vermitteln. Man muss das gesehen und gefühlt haben. Und das ist im Meer eben auch so. Und wie Katja sagt, in der Nord- und Ostsee haben wir dieses Gefühl nicht mehr. Das Gute im Meer ist, dass ganz wenige Arten wirklich ausgestorben sind. Ganz, ganz wenige sind global ausgestorben. Die meisten sind noch da. Das ist an Land leider zum Teil nicht mehr so. Das heißt, die Möglichkeit, wirklich den vollen Reigen an Artenvielfalt wiederzubekommen, die ist nach wie vor da. Das ist nicht weg. Ja? Und wir wissen genau, was wir tun müssen, um da wieder hinzukommen. Und das war eben noch ein anderes Paper, was wir auch hatten in Nature vor einem Jahr, haben wir gezeigt, dass das, wenn man es denn versucht, oft in einer menschlichen Generation oder weniger passiert. 5 bis 10 bis 15, 20 Jahre.
braucht es, bis diese Erholung sich wieder stattgefunden hat. In Raja Ampat zum Beispiel habe ich das gesehen, da waren es etwa 10 Jahre. Aber oft nach 3, 4 Jahren sieht man schon ganz viel. Und meine Hoffnung ist, dass in der Nord- und Ostsee zum Beispiel, wenn das denn nun stattfindet, Austerriffe zum Beispiel sich wieder ansiedeln können, ja, Rochen und Haie, die sind noch da, die sind nur sehr, sehr selten. Ja? Und wenn die da eben eine Chance ist, die wieder, dass die wieder ein bisschen häufiger werden, Wale zum Beispiel, die Tümmler, die Schweinswale, kann man ja immer weitergehen. Seevögel, ja, also das geht relativ fix, wenn man es denn dann versucht. Man muss es eben nur tun. Und ich denke, wir haben das, die Public in Deutschland möchte das auch. Ja? Und warum machen wir es dann nicht? Ja? Ich möchte noch auf ein Bild nochmal zurückkommen, was ich eben gezeigt habe. Moment. Und zwar die riesigen Räuber. Wir haben hier ein, ich weiß nicht genau, ist es ein Weißspitzenhai oder ein Schwarzspitzenhai? Grauer Riffhai. Und genau, und ein Zackenbarsch davor. Das sind also riesige Öschis. Der Zackenbarsch, der schwimmt auch im Mittelmeer übrigens. Er ist streng geschützt, weil wirklich kurz vorm Aussterben bei uns. Also das ist jetzt meine letzte Frage und dann mache ich wieder auf für Sie alle. Welche Bedeutung haben Haie für diese Ökosysteme? Ja, da habe ich nun wirklich auch selber Forschung zugemacht, kann ich also schnell beantworten. Haie sind so ein bisschen wie die Polizei bei uns. Ja? Die, wenn die da sind, verhalten sich alle ein bisschen ziviler. Ja? Wenn die Haie nicht da sind, dann geht im Ökosystem auch viel durcheinander, weil eben manche Arten dann explodieren, andere in die Knie gehen und so das Gefüge so ein bisschen auseinander aus den Fugen gerät. Nicht nur Haie, auch andere Großfische, aber Haie haben oft eine ganz wichtige Bedeutung. Und das ist der Fall, weil diese Polizei im Meer schon seit 350 Millionen Jahren da ist. Ja? Die Haie, die waren lange vor den Dinosauriern da, aber die haben es eben geschafft, auch da zu bleiben. Und sozusagen alles, was im Meer sich evolviert hat, hat sich mit Haien im Ökosystem evolviert und eben auch daran angepasst. Insofern haben die oft eine sehr wichtige Rolle. Ja. Sie stehen ja auch ganz oben an der Nahrungskette, ne? Also ja, verschiedene Arten, verschiedene. Es gibt ja auch Planktonhaie, die versuchen, Wale zu sein und so, ne? Mhm. Also die haben ja eine relativ große Diversität auch, die mit vielen verschiedenen Nahrungsquellen und beeinflussen viele Ökosysteme. Und es gibt jetzt zum Beispiel Bestrebungen der deutschen Naturschutzbehörde, Haie und Rochen auch aktiv wieder anzusiedeln in der Nord- und Ostsee. Das sind kleine Haie und Rochen, ja, also jetzt keine weißen Haie oder sowas. Aber immerhin. Also man denkt jetzt darüber nach, finde ich auch schon gut. Vielleicht nur als Ergänzung dazu, also in diesem Meeresschutzgebiet jetzt in Kuba konnte man tatsächlich auch sehen, wie stark sich jetzt der Schutz auch gerade auf die Haipopulation ausgewirkt hat. Also gerade natürlich große Fische, die sonst von Fischerei auch stark betroffen sind. Für die bringt es dann natürlich auch umso mehr, wenn das Schutzgebiet streng ist. Und für die Haie war es zum Beispiel so, dass die den Daten der Wissenschaftler danach die Dichte von Haien 17 Mal größer war in dem Schutzgebiet als außerhalb. Also es ist schon enorm. Wenn, also Haie gehören ja gleichzeitig zu den bedrohtesten Arten in den Weltmeeren. Es gibt ganz viel Finning, das ist das Fischen nach Haien, damit man ihnen die oberen Schwanzflossen abschneiden kann. Das ist eine begehrte Delikatesse. Da sterben jedes Jahr Millionen von Haien. Ihre Zahl ist extrem minimiert, was dann dazu sorgt, dass sozusagen die in der Nahrungskette, diejenigen, die drunter sind, sich sehr viel mehr verbreitern können. Boris, kannst du da vielleicht noch was dazu sagen? Welche Auswirkungen diese wahnsinnige Jagd hat? Ja, das wird als trophische Kaskade bezeichnet. Ne? Wenn der an der Spitze der Nahrungskette jemand wegfällt, dann der darunter steht, nimmt er natürlich zu und oft wie so ein Dominoeffekt setzt sich das dann durchs Ökosystem fort. Da gibt es gute Beispiele, die zum Beispiel auch negativ auf Fischerei auswirken. Also auch die menschliche Nutzung wird durch diese Veränderung eben beeinflusst. Und also den Punkt möchte ich nochmal ganz stark in den Vordergrund stellen, dass der Naturschutz eben auch
für die nachhaltige Nutzung des Meeres von entscheidender Bedeutung ist. Das geht nicht gegeneinander, aber es wird oft eben auch in der politischen Diskussion gegeneinander ausgespielt und das muss wirklich anders werden. Und also ja, da möchte ich auch alle dazu aufrufen, eben zu so einem Dialog beizutragen, dass da nicht irgendwelche Gräben entstehen, die eh schon da sind. Aber vielleicht haben wir noch ein paar Fragen aus dem Publikum. Die kommen gleich, davor muss ich diese Veranstaltung sozusagen für die Online-Gemeinde, die uns später guckt, offiziell beenden und euch beiden wahnsinnig herzlich danken, dass ihr dabei wart. Wir machen jetzt gleich nochmal weiter, nur fürs Online-Publikum, der nächste Presseclub für alle findet am 6.6. statt und da geht es um Orchideen, die auch bei uns, wilde Orchideen und mit einem Biologen werden wir da draußen rumspazieren und live in die AGB übertragen, was es zu sehen gibt.